Wir machen das Euro-Ägyptische Pfund. Diesen Slot könnt ihr ignorieren, weil da kommt die EC-Karte rein. Gleich auf den Bildschirm gehen, press hier. Foreign Exchange heißt ausländische Währung umtauschen. Dann geht hier ein Fach auf. Wichtig ist, bei den 50-Euro-Scheinen, hier kriegt ihr die Währung angezeigt, die ihr akzeptiert, um in Pfund umzurechnen. Weitermachen. Er nimmt nur die alten 50-Euro-Scheine. Die neuen akzeptieren die Automaten hier in Ägypten noch nicht. Also achtet darauf, wenn ihr 50-Euro-Scheine tauscht, dass ihr die alten 50-Euro-Scheine dabei habt. Bei den 100 ist es kein Problem. Er erkennt jetzt das Geld, hoffentlich, weil das ist ja der alte 50-Euro-Schein. Er sagt hier auch Bescheid, hallo, du hast hier einmal 50 Euro reingeschoben. Willst du die wechseln? Ja, ich bestätige das mit Confirm. Jetzt zeigt er mir den Kurs nochmal an. Ich kriege jetzt 1051 Pfund und 190. Und jetzt rattert es. Die Geldmaschinen runden wohlwollend ein wenig ab, weil die natürlich keine Münzen auswerfen. Also entweder ein kleines bisschen auf und tata, wir haben ägyptische Pfund.